Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video drechseln wir einiges, denn wir drechseln heute eigentlich drei verschiedene Gegenstände. Ich werde ein bisschen was zum Holz erzählen und werde dir halt eben zeigen, wie man sich hier so einen Kreisel drechseln kann mit dem Halter, damit man das Ding richtig, richtig schnell andrehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachdrechseln und sage jetzt mal viel Spaß. Ich muss euch vielleicht erzählen, dass dieser Rohle hier noch von meinem Großvater ist. Das ist das letzte Teil, was er zusammengeleimt hat. Und man sieht auch noch, dass er hier was sich markiert hat. Das hier ist nicht mal Buchenholz. Ich weiß noch nicht genau, was das für Holz ist. Das werde ich beim Drechseln besser sehen können. Auf jeden Fall sollte das hier ein Spinnrad werden. Mein Großvater hat so in den 90er oder in den 2000ern, ich glaube vorher dann vielleicht auch noch, Spinnräder hergestellt und dafür war hier dieses Rad. Das sollte vom Spinnrad, sollte das glaube ich oben das große Rad sein, was man irgendwie dann antreibt. Leider gibt es irgendwann immer das Projekt, was man nicht mehr fertig machen kann, denn mein Großvater ist halt leider, bevor er das Spinnrad fertig machen konnte, verstorben. Und das wusste ich und deswegen habe ich mir hier dieses Stück Holz tatsächlich jahrelang aufgehoben. Das hat jetzt in meinem Schrank auch gelegen und ich wusste nicht so genau, was ich mit anfangen soll. Auf jeden Fall wollte ich hier irgendwas Schönes draus machen und habe auch wirklich, ich drechsel ja seit 6 Jahren, das Teil hier nicht gedrechselt, um irgendwie eine Schale oder irgendwas draus zu machen, weil ich vor ein paar Jahren das noch nicht so gut hinbekommen habe und vielleicht wäre dann die Schale nichts geworden. Aus dem Grund habe ich mir das Holz hier tatsächlich immer aufgehoben und habe es nicht verarbeitet aus Angst, dass es kaputt geht und dann werde ich das ja so, wie ich es hier habe, nie mehr wieder haben. Und aus dem Grund habe ich mir einfach überlegt, komm, ich warte und heb mir das hier wirklich für ein tolles Projekt auf. Und aus dem Grund werde ich heute was richtig Schönes machen. Ich denke, Kreisel mag jeder und so kann man dieses Teil ja immer benutzen und hat ein bisschen Freude dabei und so bleibt das halt immer alles eher in einer besseren Erinnerung als in einer schlechten Erinnerung. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Ich glaube, das könnte Pflaume? Ich weiß es noch nicht so genau. Also für mich ein ganz spezielles Holz, für dich wahrscheinlich einfach ein Rohling, der irgendeiner irgendwann mal zugeschnitten hat. Aber für mich gibt es dieses Teil ja so nur einmal. Und ich freue mich richtig drauf, das hier zu drechseln und diesen Drechselpart hier von dieser Platte, es wird quasi eine Platte oder eine Schale, werde ich nicht so viel dokumentieren oder beschreiben, aber später den Kreisel, denn dort werden wir auch was ganz Neues machen, das habe ich selbst auch noch nicht gemacht, da werde ich wieder was auch dazu sagen, aber hierzu werde ich nichts sagen, wenn ich es drechsel, da werdet ihr jetzt ein bisschen schönere Musik dazu hören. Die ist schön geworden.
Ich habe heute mal was Neues beim Drechseln ausprobiert und das hat dieses Mal wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und das habe ich im Deutschen bis jetzt noch gar nicht gesehen. Und zwar habe ich eigentlich so die Oberfläche richtig gut hinbekommen mit einem Negative Rake Scraper. Im Deutschen, wie gesagt, habe ich es noch nicht gesehen. Ich denke, ich werde das noch ein bisschen besser ausprobieren, damit es richtig spruchreif ist. Und dann werde ich euch das mal in einem eigenen Video zeigen. Und ich habe nämlich beim Drechseln einen Meißel benutzt und habe damit quasi geschabt. Aber ich habe den nicht nochmal angeschärft. Ich habe darauf geachtet, dass ich nur die eine Seite geschärft habe und habe den Grat dann quasi hochgezogen mit der Abziehscheibe. Und dann habe ich hier einen noch feineren Grat als bei einem normalen Schaber. Und damit habt ihr dann wirklich richtig fluffige Späne schon recht erzeugen können und so wurde die Oberfläche richtig, richtig gut. Während dem Video habt ihr es ja, glaube ich, gesehen, dass ich dann teilweise auf die ungeschliffene Oberfläche gefilmt habe und der Vorteil bei diesem Negative Rake Scraper, amerikanisch sind manchmal da so schwierig, das ist einfach der Vorteil, dass ihr nicht unbedingt eine viel bessere Oberfläche erzielt, die ist aber schon ziemlich, ziemlich gut. Ihr habt einfach den Vorteil, dass die Oberfläche viel gleichmäßiger ist. Für die Leute, die nicht wissen, warum hier so ein Kranz ist, werde ich später zeigen, wenn wir den Kreisel benutzen. Apropos Kreisel, jetzt werden wir uns um den Kreisel kümmern und Ich werde den Kreisel heute aus diesem schönen Stück Meranti herstellen. Bevor wir das machen, werde ich aber als erstes die Backen von dem Futter austauschen, denn wir werden das nämlich aufspannen gleich mit dem Spannfutter und dafür sind diese Backen hier zu groß. Ich habe jetzt hier einen ganz einfachen Rezess hergestellt und mit dem können wir jetzt das Teil nämlich aufspannen. Und das läuft jetzt auch schön rund, weil wir den Zapfen hier schön angepasst haben an die Backen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass wir bei dem Kreisel hier unten die Spitze, die später auch die Teller berühren wird, auf dieser Seite hier drechseln wird. Das macht es mal ein bisschen schwieriger, später hier so dünn zu drechseln, wenn das hier so dick ist und es hier so dick ist. Aber so können wir halt einfach gewähren, dass vorne die Spitze wirklich sehr, sehr genau läuft und der Kreisel später nicht eiert. Und jetzt ist alles eine Sache von der richtigen Formgebung, dass es hier vorne schön ausschaut.
Jetzt haben wir ja den Kreisel fertig gedrechselt und man könnte das Ding so auch schon benutzen, aber ihr seht, da ist so ein kleines Loch drin und ich will heute mal was anderes noch machen, denn das habe ich selbst noch nicht gemacht. Ich will mir noch so einen Griff bauen, damit man das Teil hier richtig, richtig schnell andrehen kann. Und das machen wir jetzt noch. Das hier ist Essigbaum. Der hat bei uns vorne im Garten gestanden. Lässt sich sehr, sehr bescheiden bohren. Aber dafür sieht das Holz super cool aus. Und das spanne ich jetzt einfach mittig ein. Und da drehst du mal jetzt eine schöne Form dran. Wobei, ich drehe es glaube ich andersrum. Das ist schlauer. Der Clou an dieser Sache ist jetzt nämlich, dass wir unseren Kreis hier holen können. Können hier den hier quasi reinsetzen. Dann habe ich hier eine Schnur. Normalerweise würde ich da jetzt einen kleinen Holzknopf hinten dran machen. Aber die werde ich sowieso noch ersetzen. Denn das hier ist so eine schlechte Baum- oder schlechter Bindfaden. Ich kann das hier so ein bisschen reinfädeln. Und kann den Kreisel dann quasi aufziehen. Und kann das Ding dann starten. Der Kreisel eiert leider so ein bisschen, weil ich den, als ich ihn abgestochen habe, hier oben noch ein ganz, ganz klein bisschen weggeschliffen habe. Das war wirklich minimal. Entweder ist es halt das, dass er eiert, oder im Holz ist es irgendwie so ein bisschen ungleichmäßiges Gewicht. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist er mal dann eben noch zwei, dreimal runtergefallen, weswegen die Spitze nicht mehr so wunderschön ist. Mir rammt jetzt ja auch relativ weich. Deswegen macht vielleicht einen Kreisel aus härterem Holz, damit der ein bisschen mehr abhalten kann, auch wenn er mal daneben springt. Hier sieht auch in etwa den Griff, wenn er geladen ist, sage ich mal. Und wenn man dann hier dran zieht, sieht man, wie der Kreisel sich schon anfängt zu drehen. Und so kann man den einfach spannen. Und jetzt wäre er auch schon wieder bereit zum Drehen. Und das soll es auch heute mit dem Video gewesen sein. Heute haben wir mal wirklich richtig, richtig viel gedrechselt. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du hier diese Teile schon kennst. Also ich habe sie schon lange gekannt, aber jetzt habe ich auch endlich mal so ein Teil gedrechselt. Funktioniert ganz gut und ich denke, das Projekt ist auf jeden Fall gelungen. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du das jetzt nachdrechseln möchtest. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Verabschiede mich von heute bei dir und sag bis zum nächsten Video mal. Ciao.